Herzlich willkommen in der Kniepex-Werkstatt, in der es heute ums Thema Abisolieren geht. Ich bin Jürgen Steinauer und möchte Ihnen einige Werkzeuge, die wir zu diesem Thema im Programm haben, gerne etwas näher vorstellen. Eine besondere Art der Isolierung finden wir auch beim Lackdraht, also dem Draht, der zum Wickeln von Spulen benutzt wird. Hier besteht die Isolierung nur aus einer ganz dünnen Schicht Isolierlack. Und bevor ich dieses Ende einer Spule irgendwo kontaktieren kann, muss auch diese Isolierschicht entfernt werden. Wir nehmen dafür eine Lackabziehpinzette, die mit ihren profilierten Backen den Lack einfach abstreift, nachdem wir die Pinzette gegen den Draht gedrückt haben und vom Drahtende abziehen. So ist das Drahtende freigelegt für eine ordentliche Kontaktierung.